Wichtig ist, dass man sich beim Metzger die Haut, die Schwarte einritzen lässt. Das ist zu Hause etwas schwierig, weil man meistens nicht so scharfe Messer hat. Aber es gibt einen Trick, wenn man es vergessen hat, beim Metzger machen zu lassen, mit einem Cuttermesser oder Fußbodenmesser mit der Spitze lässt sich das wunderbar einritzen. Das Würzen vom Fleisch macht man erfahrungsgemäß am besten 24 Stunden, bevor man den Braten machen will. Und dann ist ganz wichtig, das Fleisch richtig fest einzureiben, damit die Gewürze in das Fleisch einziehen. Weil da zieht das ganze Stück, das sind ja ziemlich große Stücke, gut durch und es schmeckt natürlich dann besser. Zuerst müssen wir natürlich das Fett, Bratenfett schmelzen, in dem dann die Zwiebeln braun gemacht werden. In den Ofen rein. Der Ofen ist auf 230 Grad und Unter- und Oberhitze. So. Etwas an die Ränder verteilt. Das Fleisch mit der Kruste nach oben. In die Mitte reinstellen. Und dann braucht es ungefähr 15 Minuten, bis die Zwiebeln braun sind. Man muss das dauernd etwas beobachten, damit die Zwiebeln nicht anbrennen. Weil wenn sie anbrennen würden, schmecken sie bitter. Je dunkler die Zwiebeln jedoch sind, umso brauner wird die Soße. Je heller sie sind, umso hellere Soße hat man dann. So, die Zwiebeln müssten jetzt passen. Oh ja, passt prima. Haben wir gut erwischt. So, jetzt wird das Fleisch umgedreht. Mit der Kruste nach unten. Das zweite auch. So, und dann gießen wir das gekochte, heiße Wasser drüber. Das dann die Grundlage für eine gute Soße wird. So, das reicht. Und jetzt dauert es ca. 1,5 Stunden. Man muss nur die Flüssigkeit überprüfen, dass sie nicht so sehr einreduziert. Und notfalls neues Wasser nachgießen. Nachdem sich die Soße etwas eingekocht hat, etwas Wasser dazugeben, das Bratenstück umdrehen, dass die Kruste nach oben zeigt. Die ist jetzt richtig weich gekocht und jetzt ist es an der Zeit, die knusprig zu machen und dann hat sie die Konsistenz, die man zum Essen dann benötigt. Bei gleichbleibender Hitze in den Ofen rein und etwas verfolgen, wie sich die Kruste entwickelt, dass sie schön goldbraun ist. Auf das Bett. Und guten Appetit.